Na toll, fängt ja gut an. Ja, also ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zu Sims 4 bei Lefoid. Unseren kleinen Satansbraten. So. Die steht da ein bisschen rum, ein bisschen nutzlos. Kann auch nochmal ein bisschen Chaos veranstalten, finde. Das kann man mal machen. Ja, das ist unschön, das Wasser natürlich rein. Oh, knallt die Tür, schön. So, mal ein bisschen Unsinn. Das macht Spaß, komm. Ja, ja. Sehr gut. Ja, schön. So. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen runter. Ein bisschen mehr Farbe kann da rein. Kannst du noch ein bisschen mehr machen? Nein, ich aufräume auf gar keinen Fall. Also braun ist ja wohl Lieblingsfarbe. Schön. Sehr gut. Das ist eine kleine Mitternachtsaufnahme, ich mal spontan. Ich schlafe, ich bin einfach nicht müde genug. So. Steigert die Kreativität, ne? Das ist ja schön. Was reicht das so? Bist du sicher? Nee, aufräumen lassen wir auf gar keinen Fall aufräumen. Es geht noch ein bisschen mehr, so wusste ich doch. Es geht noch was. Kann nicht sein, dass es schon fertig ist. Was können wir denn noch anstellen eigentlich? Die Mutter schläft. Das können wir eigentlich nicht zulassen. Beanspruchen einsetzen. Die Eiche machen. Hafen. Nee. Okay. Wie ist das eigentlich mit ihr Energie? Okay, ich muss auch gleich schlafen gehen. Aber schlafen. Level aufstieg. Also auf jeden Fall macht sie sehr kreativ Dreck, so wie es aussieht. So. Dann verwende das Ding ruhig mal ein bisschen. Und was haben wir denn noch? Eine Toilette noch. Ja, gut, dann Hände waschen, Zähne putzen natürlich. Das macht sie natürlich. So. Ja. So. Okay. Dann springen wir mal schnell ins Bett. Ah, was sieht auch aus, Hausaufgabe aus? Hausaufgabe fertig. Hausaufgabe machen. Ja, Hausaufgabe musst du noch machen. Hoppala. Das haben wir vergessen. Wo muss man noch? Warte ich mal ein bisschen, machen wir schneller. Ah, das macht sie auf dem Bett statt am Tisch, okay. Auf die Schnelle, ne? Noch nicht fertig. Hm, warst du schon fertig? Nee, noch nicht. So. Noch nicht fertig. Ja, fertig machen musst du es schon. Das ist alles nicht so. Da hat sie wieder verantwortet, will sie ja gar nicht. So, schlafen. Gute Nacht. Böses Mädchen. So. Dann schläft sie mal auf die Schnelle. Das ist auch nur eine kurze Folge. Achso, ist eine Schule gleich? Mal schauen. Schule, Schule, Schule. Nein, ist Wochenende. Kann sie auch schlafen. Was macht denn die liebenswerte Mutter? Aber die müssen noch einen Freund für sie finden, ne? Das geht ja gar nicht. Die hat Neues genommen, gut. Alles klar. Die Gammelware muss weg. Wir befinden aus. Aus wird alles ganz gut. Dann erstmal auf. Und danach, nein, aufräumen. Damit aufräumen, ja. Ja, bei so einem Kind hat man viel Arbeit, würde ich sagen. So, hat sie auch genug gegessen, das hat sie so fett. So. Die Leute schläft noch. Dann sollten wir vielleicht noch ein Frühstück servieren. Frühstück servieren. Was nehmen wir denn da? Eier und Toast? Eier und Toast, liegt gut. Eier und Speck ist auch schön. Eier und Toast. Pfannkuchen. Oh, das böse Kind ist aufgewacht.
Böseke ist wach. Ah. Dann machen wir das jetzt erstes, wenn wir Fernsehen ansehen, einen Film ansehen. Komm, komm. So. Na, das tun wir. Nehmen wir gleich Platz an hier. Oh, Film, was ist das für ein Film? Okay. Noch nie angeguckt. Ich hab doch nicht gedacht, dass wir das kurz gucken, ne? Sollen wir uns einen größeren Fernseher kaufen? Das ist mir viel zu klein. Was ist denn? Achso, ich hab Hunger. Die Mutter sollte Frühstück gemacht haben. Ah ja, da ist es doch schon. Also stellt nichts für ihre Tochter, okay. So, ein Gericht nehmen. Hopp. Huch, ich bin noch zwei drauf hier. Okay. Er ist aus, alles klar. Ja. Ja, sieht ganz okay aus. Sieht erstmal aus. Aha. Oh ja, jetzt ist schlechte Laune. Oh. Aber das geht schnell vorbei. Siehst du wohl, guck mal. Sieht schon wieder was Böses aus. Guck doch mal, wie böse sie guckt. Wagga Fruit. Warba Quest. No! Bony! Bony the rest! Empathie ist so. Hat dir schon mal nicht gefallen? Aber da kann sie auch mal anziehen. Naja. Es ist Wochenende, ne? Da kann man auch Schlafsachen rumlaufen. So. Wir haben noch keine Beschäftigung für sie jetzt gefunden, ne? Außer, dass sie jetzt nur die Gegend rennt und dummes Zeug macht. Obwohl, das ist ja ihre Aufgabe. Musikinstrument hat sie auch nicht, ne? Ne. Ach, sie ist arbeiten gegangen. Okay. Da können wir ja mal erstmal ein bisschen was lernen, was sie trotzdem mal. Outfit planen, tanzen üben, sich selbst motivieren. Ja, so, fangen wir an. Erstmal Selbstmotivation, das ist schon mal gut. Okay, was wollte ich denn gerade machen? Und schon, wunderbar. Zusatzaufgaben machen, okay. Ja, Schülerin darf sie ja trotzdem sein. Schauen wir mal schnell. Blululup. Sie hochgradig motiviert. So. So, mach das mal fertig. Zusatzaufgaben. Gut, machst du es. Bekritzelt seit die schon bekritzelt sind. Naja, gut. Sonst sind wir ja nicht so klein. Gut. So, hat sie eine Verantwortung zugewonnen. So, wo gehen wir denn mal hin? Dann können wir mal gucken, was wir jetzt machen. Achso, erstmal das hier. Weglegen. So. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen könnten. Wir könnten wohin fahren. Oh, da blinkt was. Was blinkt denn da? Ja. Also kann man nur ansehen. Ja, man könnte mehr machen. Das wollen wir nicht. Dann fahren wir irgendwo hin. Die schöne Map aufrufen. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wo können wir Stunk machen? Im Park. Im Park kann man viel dummes Zeug machen. Oder besuchen wir die Bozinos? Und wen haben wir denn da? Svensson.
Ich hätte eine Riesenfamilie. Okay. Svensson. Haben wir dann noch? Svensson. Muss uns da so ein Schattenhintergrund, das sieht komisch aus. Hatte ich denn nicht noch eine Familie? Hat immer noch so eine verrückte Familie gebaut. War das hier oder was? Anderes. Was anderes. Sims 3 war das, glaube ich. Wir gehen jetzt zum Park. Auf geht's. Abflug. Nein. Nö. Achso. Irgendwann da. Nö. Hier. Achso. Ja, schön. Den nehmen wir mit hier in der Schuhe. Den ganz nett aus. Den ärgern wir. So. Joshua. Mhm. Sind wir ihm freundlich? Nee. Unfug. Gemein. Streiten? Nein. Haben wir beleidigen? Beschimpfen? Ach nein, Gott, das ist der einzige Freund, den sie hat. Das sollten wir nicht tun. Ja. Vor allem braucht sie ein bisschen Soziales. Das müssen wir leider ein bisschen einhaben. Abgesehen von der Mutter. Wenn er freundlich kommt. Geheimnis auf Platz. Ja, reden wir mit ihm. So. Freundlich. Herr Riva. Aha. Blickle. Corbeke Boom. Sorry, Slufa. Kazoo Baski. Kusha. Vinabo. So, guck mal, das tut schon mal ganz gut. Ah. Sora Crunch. Shisha. Haben wir noch? Vampiren schwärmen, natürlich, ist ja böse. Ordentlich. Mehr Auswahl, was haben wir noch? Genau. Ordentlich. Auswahl. So. So, haben wir es? Okay. Und jetzt gehen wir mal böse Sachen machen, würde ich sagen. Zu vorstellen, grob vorstellen. Hey, lauf dich weg, du blöde Ziege. Bleibst du hier, ich will böse sein. Komm, ich mag dich nicht. Umfug. Erschrecken. Das ist schön. Okay. Mama, Umfug, was können wir denn noch machen? Schlechte Nachricht, wenn nein. Mit Gesichten. Das macht ja nichts aus. Ich bin so schlecht zu ihr. Hey, bleib hier, ich bin noch nicht fertig. Jetzt geht sie aber weg. Nö, was machst du denn da? Bist du Wahnsinn? Lässt du es liegen? Nee, dann mach so. Dann machen wir ein bisschen was auf. Also. Genau, so ist besser. Ja, schön. Oh, Mensch. So, das ist schön. Ja, das ist gut. Hm, warum fühlt sich schlecht? Unwohl, warum? Unerfreuliche Umgebung. Achso, ja, was dreckig ist. Ja klar, das ist hier dreckig. Hm. Du tust ja gerade dein Werk dazu. Schön. So, den Spaßfaktor haben wir. Können wir noch was Schlechtes machen? Hm, den nochmal freundlich behandeln. Ja. Ja, hast du gut gemacht, danke. Und dann müssen wir noch das soziale Level voll kriegen. Das will ich noch schaffen. Kann sie mitspielen irgendwie? Piraten spielen, Piraten runter. Zusammen Piraten spielen. Ah, so. Ach, gehören die alle zusammen? Hören die alles dazu?
Hä? Das spielen sie aber gar nicht. Sie sollen zusammenspielen. So. Okay, was haben die vor? Wenn sie durch die Frau durch und höflich. Auf Toilette. Mhm. Ach, beide müssen mal. Okay. Na super. Okay. Was leuchtet hier auf? Glücklich. Was? Achso, ein Leitgetränk. So. Oh, der fängt an abzuwaschen. Warum machst du sowas? Hat er hier sein Schmutzgeschirr mitgebracht und wäscht jetzt hier ab? Ist er verrückt? Wollt ihr nicht hier zusammen spielen? Hausmeister, ist das der Hausmeister? Er darf putzen. Aber können wir die nicht erschrecken? Grob vorstellen. Wir müssen erstmal vorstellen. Also machen wir die erstmal so unbeliebt hier. Ja, geht nicht? Geht nicht. Hm, doch geht. Geht. Umfra Nibahana. Waxwin Kissanoi Karzini. Was? Was ist das Lied? Nein, da weiter Kopfsatzung. Machen wir ein bisschen mehr Dreck hier. Genau. Ah, er ist wieder da. Er macht das weg. Hör auf damit. Lustig. Wir müssen schneiden. So, lass mal liegen. Mach mal Grabasen schneiden bisher. Oh, ich sehe ja nichts. Das mag er nicht. Oh. Heute. So. Das macht dir keinen Spaß. Ja, der Pegel sieht bei ihr. Sie muss dann schon doch ein bisschen frech sein, ne? Einmal die Geschichte erzählen. Was singen Scheiß? So, freundlich. Foto machen wir, Foto mit ihm zusammen. Freundlich, mehr Auswahl. Was haben wir denn? Zum Vampir diskutieren. Hm? Freundlich. Auswahl. Na, ich werde schön ein bisschen besser kennenlernen. Das kann nicht schaden. Mein einziger Freund. So. Ja, aber fühlt sich unwohl dabei bei dieser Unterhaltung. Okay. Mhm. Schon fertig? So, jetzt putzen die beide. Seid ihr denn nicht ganz recht? Lass es liegen. Schämt sich? Oh. Helfen schlechte Beziehungsketten? Achso. Nö. Helfen wir nicht. Klettert. Okay. Wir gehen dann nach Hause, würde ich sagen. Deswegen. Ist ja widerlich. So. Wir gehen wieder nach Hause. Nach Hause. Können wir nach Hause? Wir können auch rein nach Hause. Entschuldigungsstörungstern. Können wir denn nach Hause? Wo ist er denn eigentlich? Ich kann nochmal hier einen anschreien oder so. Gemein, lustig, grob vorstellen, gemein.
in Uwe seinen Hühnern. So, wo ist er denn? Hm? Wo ist denn unsere Putzer? Hörst du mal auf zu putzen? Lässt das jetzt? Ha? Hm. Da, lustig. Eine alberne Geschichte erzählen. Ups, ja, das ist denn jetzt, Mädchen? Ich das immer weg. Na los, da ist sie. Das sehe ich, so. Beschämt mich sehr, warum? Unbehagliche Kommentar, also. Humpeln. Schämt dich jetzt ein bisschen? Warum schämt dich noch nicht? Wie darfst du sein? So. So, wir gehen jetzt beide spielen. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt Schluss machen, weil ich werde jetzt doch ein bisschen schlafen gehen. Ja. So, ein bisschen Schiff spielen. Alles klar. So, jetzt kann sie auch nach Hause gehen. Das passt. Sehr gut. Das passt ja sehr gut. Und ja, und damit verabschiede ich mich auch. Und ciao. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Und das meine, die haue ich einfach so spontan raus. Die haue ich einfach in der Woche irgendwo hin. Und ja, viel Spaß und viel Vergnügen mit den anderen Folgen, die es geben wird, wie gewohnt, am Wochenende. So. Genug Ess. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme. So. Und ciao. Ich gehe nämlich jetzt schlafen. Und falls das für euch auch gerade spät ist, wünsche ich euch auch eine gute Nacht. Und eine angenehme Restwoche. Und wir hören und sehen uns am Wochenende. Ciao, euer Jockel.